Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Hier ist euer Tastenhauer. Wir sind wieder zurück in Crusader Kings 3, hier mit unserer Arpaden-Dynastie bei den Magyaren-Stämmen in Pannonien, hier im Verlauf des 10. Jahrhunderts. Und es ist tatsächlich jetzt erst die letzte Folge der Staffel. Ich hatte mich da beim letzten Mal vertan. Zum Glück ist mir das in der Folgenproduktion dann relativ zügig aufgefallen, dass irgendwas schiefgegangen war, dass ich nur 4 Folgen hatte. Da konnte irgendwas nicht stimmen. Ich habe mich einfach mit der Zählung der Folgen irgendwie vertan. Naja, deswegen muss ich das jetzt ein bisschen nachträglich aufnehmen, weil das ist ja nicht allzu dramatisch. Ja, was machen wir heute? Ihr seht schon hier unser Ehepaar Dänisch und seine Frau zusammen mit ihrer ältesten Tochter, die wir gerade erst verlobt haben mit dem Prinz von Transkarpatien. Und diese 4 Charaktere, ja, um die geht es jetzt natürlich auch, denn ich habe mir überlegt, es wäre eigentlich ganz schön, mit dieser Verlobung haben wir ein weiteres Bündnis innerhalb unserer Stammeskonföderation, will ich sie jetzt mal nennen, erreicht. Und damit können wir eigentlich auch etwas tun, was sonst eigentlich für Dänisch gar nicht so wirklich in Frage kommt in seinem Leben, nämlich ein großes Festmahl mit den verschiedenen Stämmen zu arrangieren und diese Stabilität in unserer Stammeskonföderation in einem Festmahl nämlich zu feiern. Das werden wir heute machen, aber es gibt noch einiges mehr, was wir hier heute tun werden. Zunächst habe ich mir mal was überlegt zu diesen sogenannten Vermächtnissen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir hier, wie viel haben wir momentan an Zuwachs pro Monat? 2,4. Bei 1250 Punkten bekommen wir das nächste Vermächtnis freigeschaltet. Das dauert also jetzt noch wirklich so, weiß ich nicht, 1-2 Jahre oder so. Ich habe es mir jetzt nicht ausgerechnet, bis wir ein neues Vermächtnis auswählen können. Da habe ich mir mehrere Dinge überlegt. Also ich will auf jeden Fall als nächstes den unheilvollen Ruf freischalten. Denn ich denke, das muss man so ein bisschen betrachten von der Außenperspektive, wie die Arpaden quasi in der Außenwelt gesehen werden. Und ich glaube, das ist gerechtfertigt, dass da viele Länder um uns herum oder viele mittelalterliche Königreiche und Staaten den Eindruck haben, dass wir irgendwelche Unheilsbringer sind, irgendwelche ruchlosen Plünderer. Ich finde, das passt ganz gut, dass wir hier den Schreckenszuwachs und den natürlichen Schrecken für die zukünftigen Charaktere erhöhen. Das ist zwar hier, Verschlagenheit ist eigentlich nicht so unser Thema, aber hier geht es ja wirklich um den Ruf, den wir in der Außenwelt besitzen. Und ich glaube, das passt zu uns ganz gut. Ja, was wir danach machen, muss ich mal gucken. Möglicherweise wäre sowas wie Generationenkriegslust noch ganz gut zu rechtfertigen, aber das müssen wir dann schauen. Wir werden ja jedes Mal mit jeder Stufe jetzt hier seit diesem einen Patch immer noch 500 weitere Vermächtnispunkte oder Bekanntheitspunkte hier brauchen. Das heißt, für den nächsten Aufstieg brauchen wir dann nochmal 1750 Punkte und das dauert noch sehr lange, bis wir da hinkommen. Also das können wir uns dann vor Ort noch angucken, aber das könnte ich mir vorstellen, dass wir dann auf Generationenkriegslust uns umstellen. Und ich habe mir dann auch noch mal Gedanken gemacht zu unserem Lebenswandel. Ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, dass wir hier durchgehen bis zu den Sapeuren. Die werden wir dann wohl nicht nehmen. Einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass Sapeure hier bei uns nicht so wirklich rollenspielerisch gedacht jetzt passen. Also sowas gibt es bei so einem Nomadenvolk, glaube ich, nicht so eine Grundidee von Belagerungsspezialeinheiten. Ich mag mich da jetzt auch täuschen, aber das finde ich irgendwie ein bisschen kurios. Und auch dieser letzte Vorzug hier, dass man die Eigenschaft Stratege bekommt, das kann man argumentieren irgendwie, ne? Für unseren Charakter, der immerhin jetzt schon fähiger Taktiker ist und der 20 Kriegsführung hat, dass das zu einem Strategen werden kann, kann man sich zwar irgendwie vorstellen, aber ich finde, da muss es ja nicht automatisch für unseren Charakter hingehen. Was ich mir aber noch überlegt habe, ist, dass wir auf jeden Fall noch niemals aufgeben nehmen werden, weil das zu der Eigenschaft Tapfer von Dänisch sehr gut passt, dass der also im Kampf niemals aufgibt, dass der immer versucht, jede Schlacht zu gewinnen. Das passt, finde ich, noch sehr gut. Ja, die Frage ist, was wir danach machen. Und da denke ich, dass wir da noch ein bisschen was tun. Das habe ich mir, glaube ich, auch nochmal aufgeschrieben.
Nee, habe ich mir nicht, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Die Frage ist, was man danach macht. Und ich glaube, wenn er mal, er ist jetzt 28 Jahre alt, wenn er mal wirklich ein bisschen älter wird und so Richtung 50 tendiert, und das Kriegerdasein für ihn immer beschwerlicher wird, ich glaube, dann wird er umschulen hier auf Theologe, Schwerpunkt Theologie. Und wird sich hier mit theologischen Fragen näher auseinandersetzen. Das liegt ja bei ihm durch die Eigenschaft religiöser Eiferer auch irgendwie sehr gut angelegt. Aber ich glaube, dass das jetzt noch kein Ding ist, weil er ist eben ein Plünderer, ein Militärmann, ein Mann des Reitervolkes. Und da hat er ganz andere Dinge auf dem Schirm, als Theologie zu studieren, zumal er ja eigentlich keine gute Bildung auch grundsätzlich hat. Also das liegt jetzt nicht so nah, das ist eher was fürs Höhere. Alter, denke ich mal. So, das mit dem Festmahl hatte ich euch schon beschrieben. Das habe ich jetzt hier anders in der Reihenfolge bei mir aufgeschrieben. Das macht aber auch nichts. Ja, was machen wir nach dem Festmahl? Ich habe mir überlegt, dass es an der Zeit wäre, dann wieder einen Plünderfeldzug zu vollziehen. Warum? Also, ich finde nicht, dass ein Charakter, so wie er hier angelegt ist, irgendwie jetzt noch große äußere Erwerbungen anstrebt, außer sie fallen ihm erbtechnisch irgendwie zu. Aber dass er jetzt irgendwie große Kriege, Eroberungskriege führt, sehe ich nicht. Das halte ich auch ganz ähnlich, wie das der Steinwallen bei sich auch im CK3 Let's Play macht. Nämlich, dass Charaktere, die jetzt nicht ehrgeizig sind in der Grundanlage ihrer Eigenschaften, dass die nicht danach streben, irgendwelche Kriegsgründe zu fingieren, um irgendwohin auszubreiten. Was man natürlich überlegen kann aufgrund dieser religiösen Eiferer-Eigenschaft wäre eventuell, aber das finde ich eigentlich auch nicht gut, dass man hier sagt, er will weitere heilige Städten unseres Glaubens erobern. Aber guckt euch das mal an. Also wir haben hier zwei bereits in unserer Kontrolle, Pescht und Poschoni. Und die nächste wäre Olvia, dann noch Kerch und Sarisin hier ganz im Osten. Also der wird hier nicht Weltreisen veranstalten, um heilige Städten zu erobern. Das würde zwar irgendwie zu seiner Eigenschaft schon so ein bisschen dazu passen, aber nee, wir sind gegen Westen und Norden und vielleicht noch Süden ausgerichtet, aber den Osten, den haben wir jetzt ja nun wirklich hinter uns gelassen. Das alte Siedlungsgebiet ist für uns ja fast schon sowas wie ein rotes Tuch oder wie ein blinder Fleck. Also da sehe ich eigentlich nicht, dass wir da irgendwelche Züge hin veranstalten, um da irgendwas zu erobern oder so. Also das finde ich, zumal wir, glaube ich, auch gar keinen Kriegsgrund dafür bekommen, so ohne weiteres. Das sehe ich nicht passieren. So, also dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Wenn wir jetzt keine externen Kriege von uns aus starten, werden entweder wir angegriffen oder wir gehen eben auf Plünderzüge. Das finde ich dann wiederum ja sehr gut. Er ist ja Plünderer. Das ist seine Expertise. Das können wir auch tun. Die Frage ist so ein bisschen, ob wir Richtung Großmähren zum Beispiel gehen. Die sind zufälligerweise gerade im Krieg. Das könnte sich als günstig erweisen. Kleinpolen wäre hier noch ein mögliches Ziel. Und auch vielleicht sowas wie Niederschlesien mal sehen. Oder vielleicht auch hier unten die Walachei und Byzanz. Also da werden wir uns mal ein bisschen leiten lassen, wenn wir die Truppen ausheben, was da günstigste Ziele sind, wo vielleicht schon wer anders geplündert hat. Das schauen wir gleich. So, aber jetzt werden wir erstmal hier ein Festmahl veranstalten für 70 Gold und werden hier unsere Vasallen entsprechend einladen. Genau, und eine Sache wollte ich noch machen, und zwar Tochter Martha. Da wollte ich den. Ach nee, stimmt gar nicht. Genau, ich wollte noch was. Nee, Moment. Martha ist die falsche. Ich habe mich vertan, verzeiht. Wo ist sie denn hier? Genau, unser Mündel Sophia. Da wollte ich jetzt den Bildungsschwerpunkt nochmal auswürfeln. Das ist jetzt so ein bisschen strittig auch wieder. Auch da kann man das anders einschätzen. Sie ist ja Wunderwirkerin. Das ist also eine positive, tugendhafte Eigenschaften für Talthusisten. Deswegen haben wir sie ja auch als Mündel bei uns aufgenommen, obwohl die ja eigentlich mit uns sonst nichts zu tun hat. Aber weil wir eben von der Religion des Talthusismus so viel halten, finden wir diese interessante, fast schon magische junge Dame, die offenbar irgendwie Zauberkräfte besitzt, sehr, sehr interessant. Und deswegen bilden wir sie auch quasi aus. Jetzt ist es aber so, dass hier das Ding immer Ausbildungsschwerpunkt heißt und auch da halte ich so ähnlich wie Steinwallen auch hier diese Schwerpunkte, dass die aktiv gewählt werden von uns, weil sechsjährige Kinder werden nicht irgendwohin ausgebildet. Das ist natürlich viel zu früh und auch fürs Mittelalter total unpassend. Also die werden gemäß ihrer eigenen
Charaktere sich entwickeln und das wollen wir ein bisschen durch den Zufall steuern. Und deswegen habe ich ja hier immer meinen Würfelbecher stehen, wo ich jetzt mal gerade den Würfel noch rausholen muss, den passenden. Und dann werden wir dann gleich mit einem Sechserwürfel das auswürfeln. Ich beschreibe es euch nochmal ganz kurz. Ich weiß, habe ich letztens schon mal gemacht, aber das ist der Transparenz halber, glaube ich, ganz gut. Also wir haben hier fünf mögliche Würfelergebnisse, von denen fällt ein Ergebnis raus, nämlich die Kriegführung in ihrem Fall. Das ist nämlich rot markiert, also aufgrund ihrer Eigenschaft neugierig ist das keine Option, die lasse ich dann komplett weg. Und ab dem ersten Bereich, also ab hier, zähle ich. Da das ja nicht mitgezählt wird, zähle ich dann ab hier und dann im Uhrzeigersinn. Also die Würfelseite 1 ist Verwaltung. Die beiden grünen Elemente bekommen zwei Würfelseiten, die sind also schwerer gewichtet. Das heißt also, Bildung bekommt 2 und 3 und Diplomatie 4 und 5 und das Ränkespiel die Nummer 6. Also wenn wir eine 6 würfeln, wird sie halt Ränkespielausbildung bekommen, etc. pp. So, jetzt kann man argumentieren, dass das doch ein bisschen kontraproduktiv ist, weil durch ihre Fähigkeit, Wunderwirkerin zu sein, profitiert ihre Bildung sowieso schon extrem mit plus 4. Aber es wäre doch sinnvoll, wenn man ihr quasi hier diesen Schwerpunkt Bildung und Gelehrsamkeit gibt. Aber wie gesagt, das möchte ich gerne einem gewichteten Zufall überlassen. Ich finde, das ist auch für so ein Mündel irgendwie gerechtfertigt, dass man da nicht zu sehr aktiv reinsteuert. Deswegen werden wir das jetzt mal kurz auswürfeln. Und es wird eine 4. Das muss man gerade selber nachzählen. 1, 2, 3, 4. Sie wird also nicht in die Bildung direkt reingehen. Das kann sie ja irgendwie auch später noch umgehen. Sondern sie wird in die Diplomatie tatsächlich gehen. Und wir werden das hier wechseln. Oh, und da gibt es gleich ein Ereignis zu. Interessant. Mein Mündel Sophia hat sich für ein neues Studiengebiet entschieden. Sie möchte sich nun in jener Kunst bilden, die man Diplomatie nennt. Kein direkter Effekt. Ach so, das war einfach nur eine Benachrichtigung. Finde ich aber ganz nett. Okay. Gut. So, und jetzt kommen wir zu Tochter Martha. Wir haben also beim letzten Mal unsere erste älteste Tochter Aniko verheiratet mit Prinz Gesa. Das ist auch eine Tochter, die wir mit Pretschlava, mit unserer Frau gemeinsam bekommen haben. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Tochter, die jetzt gerade auch 6 Jahre alt geworden ist, nämlich Martha, ein Kind, das wir gemeinsam mit unserer Konkubine Anna gezeugt hatten. Und ja, Martha, denke ich mal, könnte man auch jetzt schon in jungen Jahren verloben, um ein weiteres wichtiges Bündnis innerhalb unseres Magyarenreiches zu bilden, um ein weiteres Stammesbündnis zu kreieren. Und das ist nicht ganz so nicht ganz so super easy, sage ich jetzt mal, weil man bei jungen Leuten, wenn sie jetzt 6 Jahre ist und ich will da jemanden finden, der ähnlich im Alter ist und dann bei uns auch entsprechend hier, jetzt muss ich mal gerade leider das nochmal festlegen, Religion teilthysistisch, Kultur ist egal, Bündnisse, wir sollen Herrscher sein, Dynastie ist egal, jetzt taucht er hier schon auf, es ist nämlich Prinz Marton, den ich mir ausgewählt habe und da muss man jetzt natürlich immer ein bisschen aufpassen. Weil Prinz Marton, der ist dann ein ganz guter Kandidat. Warum? Also minderjährige Titelinhaber, die auch noch nur ein einziges eigenes Land, eine eigene Domäne hier besitzen, einen kleinen Stamm, die sind militärisch normalerweise nicht so unglaublich stark und deswegen auch anfällig für Konkurrenten oder für Erwachsene, die dann einfach einen Anspruch erheben gegen eine angebliche Tyrannei oder sowas und dann denjenigen vom Thron stoßen. Das ist also bei jungen Charakteren, die minderjährig sind, immer ein Problem. Aber ich glaube in diesem Fall weniger, denn der ist mit Prinzessin Sophia von Transsilvanien verbündet, weil Prinz Oschka irgendwie mit ihr verheiratet ist. Und weil das so ist, hat er hier ein starkes Bündnis und deswegen kann der eigentlich meiner Meinung nach so ohne weiteres aus dem Fürstentum Bihar nicht mehr weggekegelt werden. Und das finde ich dann eine gute Option für eine Verlobung mit unserer Tochter Martha. Was anderes wäre zum Beispiel Prinz Abhat, das ist ja auch hier ein geschichtsträchtiger Name. Auch einer aus unserer Dynastie sogar. Der ist 6 Jahre alt, der hält aber auch nur eine einzige Domäne, nämlich Temesch, im Fürstentum Temesch. Und ihr seht hier, der hat so gut wie keine Truppen. Das heißt, wenn der mal irgendwie angegriffen wird, dann nützt uns diese Verlobung nichts innerhalb unseres Reiches, weil dann wird der landlos oder sonst was. Das würde uns nichts bringen. Aber ich glaube, mit Prinz Marton haben wir hier eine sichere Geschichte am Start. Dieser
komische Pfeil nach oben. Heißt das, ist es wahrscheinlich, dass Wohlgestalt kommt? So, sie sind aber noch irgendwie verwandt, ja, entfernterweise. Aber das ist jetzt ja nicht weiter dramatisch. Er würde annehmen, matrilineal geht natürlich nicht. Aber immerhin, so kriegen wir ein Bündnis hier auf Dauer mit Bihar. Das halte ich für eine gute Idee. Und es ist ja nur eine Verlobung, die man theoretisch auch noch brechen kann. Also auch dahingehend eigentlich eine gute Idee. Das werden wir machen und dann kommt es jetzt gleich endlich zum Gelage, zum großen Festmahl hier. So, erstmal haben wir das Verlöbnis geschmiedet mit Marton. Martha und Marton klingt auch irgendwie toll. Und wir haben jetzt ein Festmahl. Die Gäste sind in der großen Halle versammelt, Edelleute von nah und fern. Die Stimmung ist prächtig und alle sind guter Laune, als das Festmahl beginnt. Ja, wir haben natürlich jetzt nicht nur Edelleute von nah und fern, vor allen Dingen haben wir hier unsere Stammesanführer der großen Prinzen und auch der ganzen Häuptlinge eingeladen, die direkt uns unterstehen. Und das ist natürlich richtig, richtig gut. Deswegen beginnen wir jetzt das Festmahl. Wunderbar. Bin ich mal gespannt, was passiert. Eieiei. Ah, da geht's hier um Ethelherre, der hat wieder nichts an. Naja, ich hatte mein Bestes gegeben und dafür gesorgt, dass Prinz Borisch und Häuptling Ethelherre möglichst weit getrennt voneinander saßen. Doch das reichte nicht und jetzt gehen sie mitten in meinem Festmahl aufeinander los. Einer meiner Wachen steht in der Nähe der Prügelei und wartet auf meinen Befehl. Ja, wir können uns jetzt für Borisch oder für Ethelherre entscheiden. Also mit Borisch haben wir jetzt nicht so eine super Beziehung. Geht so. Mit Ethelherre Bluttod heißt der Mann. Der sieht aber... Der hat wenigstens hier uns im Krieg aber ordentlich geholfen. Dafür ist er natürlich ein Schwertmeister. Ein besserer Champion als Ethelherre. Und Prinz Borisch ist natürlich ein Vasall von uns und er besitzt auch einen Titel, aber er ist nur ein kleiner Häuptling. Da würde ich sagen, weil er den kleineren Stamm sozusagen besitzt, wird hier Ethelherre herausgeworfen, damit er sich abkühlen kann und wir werden Meinung mit Prinz Borisch bekommen. Das ist eigentlich auch ganz schön. Das nutzen wir gleich mal zu unserem Vorteil aus. So, der Schrecken aus Hevesh. Oh, jetzt kriegen wir hier noch die Eigenschaft Räuber. Seit Jahren führe ich verheerende Plünderungen durch und bringe einer zitternden Welt die entfesselte Wut der himmlischen Mächte. Denn wenn ich dies nicht wollte, dann wäre ich längst nicht mehr hier, nicht wahr? Ja, also das ist jetzt hier die religiöse Begründung auch. Stattdessen schläft mein Haushalt inmitten der gestohlenen Pracht ausländischer Herrscher und exotische Sklaven wärmen mir das Bett. Adlige und Bauern fürchten mich gleichermaßen und Eltern bringen ihre aufmüpfigen Kinder mit der Drohung meines Kommens zum Schweigen. Ja, vor allen Dingen, wenn es hier in Richtung Bayern geht, denke ich mir, in Richtung der katholischen Länder im Westen. Ich glaube, da ist das wirklich gang und gäbe. Wir werden Räuber, bekommen plus 2 Kriegsführung, 3 Kampfgeschick und nochmal 0,3 Prestige im Monat. Richtig, richtig gut. Ja, also... Soll mein Name sie allesamt weinen lassen. Wunderbar. Das ist jetzt ganz gut. Die ganzen Plünderungen machen sich jetzt hier auch bemerkbar mit der Eigenschaft. Das ist natürlich schön. Das gibt uns eine weitere Begründung, hier demnächst wieder plündernd loszulegen. Sehr schön. Und nein, es kommt zur Katastrophe. Der Wein ist schlecht. Aber wie sollen wir jetzt weitermachen? Das geht natürlich nicht. Entweder werden wir den Weinhändler rufen oder wir legen alle zusammen. Was kriegen wir denn mit den Durst bekämpft? Oh, Prestige pro Monat. Boah, das ist schon heftig. Wie machen wir das jetzt? Wir sind ungeduldig. Ich glaube, das dauert ihm zu lange, das Zusammenlegen. Ich glaube, wir werden sofort nach dem Weinhändler rufen, weil wir ungeduldig sind. Das macht an der Stelle am meisten Sinn für mich. 55 Gold verloren, naja, dafür gehen wir ja demnächst wieder plündern. Ich finde übrigens die Vorstellung, dass wir zwischen den gestohlenen Schätzen jetzt ein Festmahl veranstalten, auch irgendwie ganz interessant. So. Als alle nach Hause gehen, kann ich mit Stolz sagen, dass das Festmahl ein Erfolg war. Dieses Festmahl konnte nur stattfinden, weil meine Gemahlin Pretschlava so viel Einsatz zeigte und als sie die letzten Gäste verabschiedet, überkommt mich ein Gefühl der Dankbarkeit. Wir bekommen Prestige und
Jeder Gast gewinnt 20 Meinungen für 10 Jahre von uns. Das ist doch schön. Und Pretschlaver, die sich offenbar beim Flagellieren selbst verwundet hat, mit einer schwer heilbaren Wunde. Uiuiui, Hauptsache sie überlebt das. Die hat jetzt hier gute Arbeit geleistet. Wunderbar. So, dann ist unser Champion Elek leider gestorben. Der hatte Krebs und war melancholisch zum Schluss. Sehr traurig. Haben wir denn eigentlich noch genügend Champignons hier? Champions? Ach, guck mal hier, der Attila mit 20. Borisch ist super. Sirkan ist super. Häuptling Pal haben wir noch, der ist gut. Vulkoman ist gut. Gesa ist dann okay. Hier wird es ein bisschen durchschnittlich dann, aber es sind schon einige gute dabei. Wir haben hier eine riesen Effektivität inzwischen. Das ist natürlich toll. So, und der Kriegerorden ist natürlich da. Immerhin schon 1000 Mann. Die haben Zbrojnosch dabei. Was sind denn? Das sind schwere Truppen. Schwere Spezialtruppen. Die kontern Speerträger und Bogenschützen. Jetzt will ich mal gerade gucken, wie das denn ist bei unseren Schweren. Die kontern nur Speerträger. Seht ihr das gepanzerte Fußvolk? Das heißt also, der Kriegerorden gibt uns hier Truppen dabei, die auch gut gegen Bogenschützen sind. Also sehr, sehr versatil sind gegen verschiedene Feindarten. Das ist natürlich super. Das ist klasse. Gut. Okay, was haben wir hier noch Neues? Ich glaube, hier ist nicht viel dabei, diese rechtmäßige Übertragung. Da geht es immer wieder um so kleine junge Grafen und so. Das will ich erst machen, wenn die erwachsen werden. Oder hier Übertragung an Minderjährige wie unseren Sohn. Das muss jetzt nicht sein. Die behalten wir so lange mal, habe ich mir überlegt. Gut, dann würde ich sagen, jetzt nachdem wir als Räuber bekannt sind, werden wir dann auch sofort die nächste Plünderung initiieren. Wir werden... Ja, was werden wir denn? Wonach suche ich jetzt? Ich suche nach Sammelpunkt. Ich weiß gar nicht. Ach, der ist hier im Westen. Ja, wo wir den jetzt hinpacken? Ich denke mal hier an unsere Hauptstadt. Das macht am meisten Sinn, weil wir wissen noch nicht genau, wo es hingeht. Guckt mal, wir haben 10.000 mögliche Truppen jetzt. Ja, Bihar ist jetzt auch noch verbündet mit uns. Sehr schön. Also die Verhältnisse sind geregelt. Das ist doch toll. So, jetzt aber Sammelpunkt. Wollen wir erstmal nur das Kriegsvolk ausheben? Das wäre auch eine Möglichkeit, ne, dass man mit dem Kriegsvolk erstmal rumläuft. Das sind ja auch schon 820 Mann mit 13 Champions. Und dann vielleicht die lokalen Aufgebote. Aber warum sind das denn alle 9800? Ich nehme die mal als lokale Räuber und hebe dann noch das Kriegsvolk aus. Aber das ist, glaube ich, schon hier drin, ne? Schauen wir mal. Ich meine, das wäre jetzt... Ist ein bisschen blöd. Die muss ich jetzt wieder auseinander dividieren. Das ist echt nicht so schön gelöst. Ja, jetzt haben wir hier zum Beispiel Reiterei und 6 Champions drin und so. Das muss ich jetzt mal... Das muss ich jetzt mal anders lösen hier. Eine neue Armee. Da könnte ich dann der Anführer für sein. Die stelle ich erstmal hier hin. Ja, ja. Ach, das ist jetzt blöde gelaufen. Das hätte ich anders machen sollen. Aber gut, jetzt machen wir uns die Mühe. So lange dauert es ja auch nicht. Armee hier hin. Das kriegen wir noch hin. 3 Champions. Kommen alle dahin und die anderen Spezialtruppen sind hier mit Borisch. Die gehen auch noch hier hin. So, und das ist ein Befehlshaber. Da ist einfach gar keiner drin. Die werde ich alle mal entfernen, weil die Truppen werde ich wahrscheinlich eh gleich nicht mehr brauchen. Entfernen. Gut, dann warten wir mal ab. Die anderen Truppen, wie gesagt, da gucke ich jetzt, ob ich noch was brauche für den Plünderfeldzug. Wie viel Gold wir überhaupt mitnehmen können mit denen. Mit den 800 Mann, das ist nicht so unglaublich viel. Das wäre dann 82. Die möchte ich auf jeden Fall anführen. Schweres Fußvolk, leichte Reiterei, einige Plänkler und Reiterschützen und die Belagerer sowie 13 Champions haben wir dann dabei. So, wir können ja mal gucken. Also geplündert ist auf jeden Fall Bayern und Österreich, diese ganzen Gebiete hier. Und wir sehen zum Beispiel, ja, der Norden ist schon sehr intensiv geplündert worden. Also selbst Großmähren ist jetzt hier, ja, ich meine hier oben Olmütz wäre ganz gut. 27, 37,
14,8. Also hier kriegen wir so ein bisschen was zusammen, aber das reicht eigentlich alles auch nicht. Tja, was gut ist, dass wir Olmütz ohne Verluste plündern können. Tja, ist halt die Frage, wie sieht es hier unten aus? Hier haben wir natürlich auch 18, 20. Ja, Sagoje könnte man auch natürlich plündern, da ist aber nicht so viel zu holen. Die sind gerade schon geplündert worden. Da könnte man hier natürlich in den Süden. Upsala, jetzt hat es geruckelt. Könnte man reingehen. 21, 4, naja. 21, das ist ja alles. Warte mal, ich gucke mal gerade. Das hier ist ein Gebiet, da könnte man also beides plündern. Hätte man über 40. Und hier hätten wir ja auch schon 20 und 18. Das wäre ja schon fast alles. Vielleicht machen wir hier irgendwie so eine Mini-Plünderung. Hier drüben haben wir 17 und 17 mit einem Bistum dabei. Oh, das klingt auch nett. Bistümer sind immer toll. Vor allen Dingen dürfen wir hier alles durchplündern mit 9, 21. Machen wir vielleicht so eine duale Plünderung. Also wir gehen, ich würde sagen, wirklich nur mit diesen Truppen. Das reicht schon völlig aus. Gehen wir dann erst nach Osijek, nach Vakovo, nach Scherem. Und dann gehen wir hier noch hier rein nach Belgrad. Und wenn wir dort geplündert haben, gehen wir zurück nach Hause, geben unsere Pfründe quasi ab, unsere Plündergüter. Und dann gehen wir hier in den Osten. Ich glaube, dann wird das nächste Opfer Byzanz bzw. Ostrom werden. Und die anderen Truppen, die werden wir wieder zurückschicken. Falls da noch irgendwas nötig ist, haben wir diese ganzen Aufgebote noch im Hinterkopf und im Hintergrund stehen. Okay, gut, damit sind wir aber schon am Ende der Folge angekommen und damit auch am tatsächlichen Ende dieser Staffel. Also, ihr seht schon hier anhand der Bündnissymbole, das Innere unseres Reiches hat sich Dänisch jetzt wirklich gesichert mit 28 Jahren. Er hat noch einen starken externen Verbündeten mit Moldawien sogar. Also, ihn hier zu besiegen, das wird, glaube ich, so schnell nicht passieren. Er kann sich also jetzt voll auf die Plünderung konzentrieren. Das ist doch eine richtig schöne Sache. Und mit diesem Ausblick eines völlig befriedeten Reiches, übrigens, der muss auch noch aufgelöst werden, können wir dann, denke ich mal, die Staffel beenden und können uns freuen auf das, was Dänisch noch vollbringt in der Zukunft. Er ist ja erst 28. Also er hat noch viel vor sich hier als Plünderer, als religiös eifernder, tapferer Krieger, als Räuber und Jungjäger, jemand, der gerne auf Pilgerreisen geht. Das kann man nämlich irgendwann auch nochmal wiederholen. 30 Kampfgeschick. Er sucht die große Schlacht, die ihm irgendwie vorhergesagt ist oder die er irgendwie in der Sterndeutung interpretiert hat. Mal sehen. Ich glaube, da ist noch einiges an Spannung mit Dänisch hier zu erwarten. Also, liebe Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Tastenhauer sagt: Ciao, ciao.